peace in the world. We want peace in the world. We want peace in the world. Im TV läuft die Dokumentation Zukunft ohne Menschen. In der Realität läuft die Zukunft noch mit Menschen. Die Stimmung ist die gleiche. Es ist wie ein Traum. Die ganze Nation schaut sich das Szenario am Fernsehen an. Zwischendurch macht ein Fußballer Werbung für Fleisch aus dem Konzentrationslager, verkauft in einer großen amerikanischen Burgerbraterei. Jetzt kommen die Nachrichten. Der Moslem wurde durch den Russen ausgetauscht. Bitte haben Sie alle Angst vor dem neuen Feind. Bitte haben Sie Angst und murren Sie nicht, wenn wir aufrüsten müssen. Denn Krieg ist das größte Geschäft und Krieg soll das größte Geschäft bleiben. Dann macht ein Fußballer Werbung für eine Bank und ihren Kredit. Wir sollen vertrauen. Wir sollen uns verschulden. Denn das verstärkt die Angst, seinen Kredit nicht zahlen zu können. Wir glauben an das Geld und dass es uns glücklich macht. Neue Dinge besitzen, das ist Glück. Das neue iPhone, ein neues Auto, in die Karibik fliegen. Zwischendurch macht ein Fußballer Werbung für braune Zuckerschmiere, welche du auf das Brot deines Kindes schmieren sollst. Die ganze Nation schaut sich das Szenario im Fernsehen an. Jetzt kommen die Nachrichten. Unsere Volksvertreterin, Frau Dr. M., enthält sich in einer wichtigen Frage der Stimme. Jetzt bekommen wir endlich den genetisch modifizierten KZ-Burger von Monsanto. Zwischendurch macht ein Fußballer Werbung für eine der gefährlichsten Drogen, die die Menschheit kennt. Die Kinder schauen zu und wollen auch mal probieren. Wenn die Fußballer das trinken, ist es sicher sehr gesund. Und jetzt kommt die Wahrheit. VM hat keine Schuld. Und die Fußballer haben auch keine Schuld. Und die Bank, nee, der hat auch keine Schuld. Und Monsanto hat auch keine Schuld. Ach ja, der Burgerbrater, nee, der hat auch keine Schuld. Und der Zuckerwasserhersteller, nee, der auch nicht. Der Einzige, der Schuld hat, bin ich. Und du. Wenn wir mitmachen und Angst haben und darauf hereinfallen, sind wir schuld. Wir sind schuld, wenn wir unseren Mund nicht aufmachen. Wir sind schuld. Also zieh endlich die Konsequenz und mach nicht mehr mit bei dem Wahnsinn. Triff deine Wahl beim Konsum. Geh nicht zum Burgerbrater. Schalte den Fernsehen ab, wenn die Kriegspropaganda läuft. Schmiere deinem Kind Honig aufs Brot. Kaufe nicht das neue iPhone und fliege nicht um die halbe Welt, um 10 Tage Urlaub zu machen. Kaufe Bier und esse weniger Fleisch. Wenn du das alles machst, brauchst du auch nicht mehr wählen zu gehen. Denn dann hast du deine Wahl getroffen. Aber wenn du es nicht machst, dann beschwer dich nicht. Beschwer dich nicht. Peace in the world. We want peace in the world. We want peace in the world. We want peace in the world. Peace in the world. We want peace.